Herzlich willkommen zu diesem Online-Special mit Lisa. Wir machen heute ein wenig Hypnose. Hast du Bock? Ja. Sehr geil. Okay, setz dich einfach mal entspannt hin. Beide Füße fest auf dem Boden. Und nimm mal beide Hände so nach vorne. Okay, ein bisschen mehr zusammen. Jetzt schau mal nur auf deine beiden Hände. Jetzt stell dir mal vor, wie hier und hier zwei starke Magneten kleben, die sich gegenseitig anziehen. Jetzt schon. Immer stärker und stärker. Und du spürst, wie langsam sich die Hände immer näher und näher kommen. Sehr, sehr gut machst du das. Je näher sich die Hände kommen, desto stärker werden die Magneten. Bis sich die Hände gleich berühren. Wenn sich die Hände berühren, dann lässt du sie einfach mal in den Schoß sinken und schließt deine Augen und kannst dich einfach mal entspannen. Sehr, sehr gut. Immer näher und näher. Bis sie sich berühren. Noch ein kleines Stück. Immer näher und näher. Sehr gut. Dann lass sie einfach mal in den Schoß sinken. Kannst einfach mal die Augen schließen und dich mal tief entspannen. Und mit jedem Wort, das ich sage, sinkst du immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Entspannung. Sehr gut. Ich nehme mal deinen rechten Arm hier so nach oben. Du kannst mal eine feste Faust machen. Der Arm bleibt genau hier stehen. Super. Und spann mal den ganzen Arm an, richtig fest an. Sehr gut. Jetzt stell dir mal vor, wie es wäre, wenn deine Faust wie zu Stein wird, komplett fest und hart. Nur mal vorstellen, wie jeder einzelne Finger, jede Sehne komplett fest und hart wie zu Stein wird. So als könntest du sie nicht mehr öffnen, selbst wenn du es versuchen würdest. Nur mal vorstellen, wie sich das wohl anfühlen würde, wenn du deine Faust nicht mehr öffnen könntest. Jetzt schon, weil sie viel zu fest ist. Und wenn du das spürst, wie deine Faust immer fester und fester wird, jetzt schon, immer fester und fester, dann versuch mal, deine Faust zu öffnen, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. Je mehr du es probierst, desto weniger geht's. Weil sie immer fester und fester wird. Sehr, sehr gut. Spür mal, wie dein ganzer Arm wie zu Stein wird, wie von einer Statue, komplett fest und hart. Wenn du das spürst, wie der Arm immer fester und fester wird, als könntest du ihn gar nicht mehr anwinkeln, selbst wenn du es versuchen würdest, dann versuch mal, deinen Arm anzuwinkeln, nur um zu merken, dass das schon nicht mehr geht. Jetzt schon. Komplett fest und hart. Je mehr du es probierst, desto weniger geht's. Immer fester und fester. Sehr, sehr gut. Du kannst mal deine Augen öffnen. Schau mal auf deine Faust. Versuch mal, deine Faust zu öffnen. Ja, ganz, ganz langsam kommt es wieder. Sehr gut. Versuch mal, deinen Arm zu bewegen. Okay, nicht schlecht. Weißt du, wann es wieder richtig funktioniert? Wenn du einfach denkst, dass es funktioniert. Jetzt. So einfach kann es gehen. Okay. Schon nicht schlecht, oder? Heavy. Wollen wir noch was probieren? Ja. Okay. Leg mal deine rechte Hand auf deinen Oberschenkel. Ein bisschen weiter nach vorne. Und schau mal auf deine Hand. Einfach nur auf die Hand gucken. Jetzt stell dir mal vor, wie diese Hand an deinen Oberschenkel geklebt wird. Jetzt. Komplett fest. Und mit so einem starken Superkleber ist die Hand wie fest auf deinem Oberschenkel. So als könntest du sie nicht mehr anheben, selbst wenn du versuchen würdest. Jetzt schon. Und wenn du das spürst, wie sie jetzt immer fester und fester wird, versuch mal, die Hand zu heben. Um zu merken, dass es nicht mehr geht. Je mehr du es probierst, desto weniger geht's. Immer fester und fester. Sehr gut. Du kannst sie gleich wieder heben, in dem Moment, wo ich deine Hand antippe. Aber in dem Moment, wo ich deine Hand antippe und du die Hand wieder heben kannst, lässt du deinen Namen aus deinem Unterbewusstsein fallen. Nur für diesen Moment. Dein Name ist wie weg aus deinem Unterbewusstsein. Nur für diesen Moment. Okay. Als könntest du ihn nicht mehr aussprechen, als würdest du ihn vergessen. Nur für diesen Moment ist der Name wie weg. In dem Moment, wo du die Hand anhebst. Schau mal auf die Hand. Genau jetzt. Heb deine Hand an. Alles gut? Ja. Wie fühlst du dich? Gut. Sehr schön. Wie heißt du nochmal? Sorry, ich weiß, wir haben uns gerade schon vorgestellt, aber ich bin mega schlecht in Namen merken. Ich hatte es schon gesagt, aber wie heißt du? Also ich bin Torben und du bist? Okay, macht überhaupt nichts. Schau mal da oben hin. Such dir mal einen Punkt, irgendeinen. Hast du einen? Ja. Okay. Jetzt stell dir mal vor, wie dein Name da oben geschrieben steht. Ganz klein noch, aber der kommt immer näher und er wird immer größer und größer und größer. Er wird immer größer und größer und ist er wieder in deinem Unterbewusstsein. Wie heißt du? Lisa. Sehr schön. Was? Das war mal ein sehr kurzer, kleiner Einblick in den Bereich der Hypnose. Wie fühlte sich das an? Das war gerade ganz, ganz komisch. Vor allen Dingen das mit dem Namen. Mhm. Also ich habe probiert, das auszusprechen, aber das ging nicht. Mhm.
weil ich auch mich einfach nicht dran erinnern konnte. Mhm. Oh Gott. Spannend. Das war wirklich spannend. Ich bin gerade völlig geflasht. Sehr cool. Sehr schön. Heavy. Ach, das mit dem Stein. Das